Hallo, ich bin Nina Hochreiner von FM4. Stimmt, und ich bin Philipp Hanser von Ö3. Stimmt auch. Und wir hosten dieses Jahr die Show zum wichtigsten Musikpreis des Landes. Die Amadeus Austrian Music Awards. Wir freuen uns auf einen Abend, an dem es nur um das eine geht, die Musik. Die große Gala am 28. April ist der Höhepunkt. Jedoch kein Höhepunkt ohne ein gescheites Vorspiel, habe ich mir zumindest sagen lassen. Und deswegen heißt es an den Amadeus Artist Spotlight On. Und weil wir das gescheit machen wollen, ist jeder Kategorie ein ganzer Tag gewidmet. Also welche Genre-Kategorien gibt's? Alternative. Electronic Dance. Hard and Heavy. Hip-Hop Urban. Jazz, World and Blues. Pop-Rock. Und Schlager und Volksmusik. Und zusätzlich gibt's eben noch die Kategorie Best Sound, weil Musik ohne guten Sound ist eben wie Höhepunkt ohne Vorspiel. Es geht, aber ist irgendwie nur der halbe Spaß. Am 18. April starten wir mit den Amadeus, die dann einen Tag vor der Live-Show mit 27. April enden. An diesen Tagen wird jeweils eine Kategorie und die dazugehörigen Nominated Artists ins Rampenlicht gestellt. Wie gesagt, es ist das perfekte Vorspiel für die große Gala im Volkstheater. Im Vorfeld entscheiden übrigens die drei Gewalten Jury-Voting, Verkaufszahlen und Publikumsvoting darüber, wer nominiert wird und schlussendlich gewinnt. Also dem Prinzip der Gewaltenteilung entsprechend, alles schön demokratisch und fair. Wir sollen jetzt noch sagen, dass es spektakuläre Live-Performances und überraschende Acts geben wird, aber weil sich das beim Amadeus von selbst versteht, würde ich sagen, das lassen wir aus. Wie in all den Jahren zuvor wird das Aufgebot an Artists jedenfalls eine bunte Mischung sein. Einzige Garantie sind da die Überraschungsmomente. Also, aufdrehen, dranbleiben, hinhören und gemeinsam lassen wir Österreichs Musikszene hochleben.